Security ist Chefsache. Wo stehen wir heute mit dem Thema und was ist jetzt akut zu tun? Wenn man sich dieses Bild der Digitalisierung anguckt, muss man sich ja fragen, gut, wo sind jetzt hier die neuen Parameter? Und vor einigen Jahren war ich auf einer Veranstaltung und da saßen lauter Geschäftsführer und zum Thema IT-Security haben die alle gesagt, ach, da habe ich jemanden, regel das mal für mich, mach das mal. Wenn Sie als Unternehmenslenker, als Vorstand noch sagen konnten, naja, ich habe einen Datenschutzbeauftragten und der hätte das ja wissen müssen, funktioniert in Zukunft nicht. Ein Cyberangriff ist ein sehr hohes Sicherheitsrisiko. Personenbezogene Daten verarbeiten wir eigentlich alle. Allerdings ist es eben so, dass wir uns bewusst machen sollten, dass wir alle Akteure in der Gesellschaft sind. Das Thema Komplexität wird immer stärker. ERP-Systeme, CRM-Systeme, Warenwirtschaft, was wir da alles haben, an digitalen Tools. Datenschutz ist ein wichtiges Thema geworden. Betrachten Sie das Ganze nicht als IT-Projekt. Es wird immer mehr kommen, es wird immer mehr gefordert werden. Betrachten Sie IT-Sicherheit als Prozess. Sehr gelungene Veranstaltung. Man sieht natürlich, wie viel Arbeit auf einen zukommt. Muss man ein bisschen verarbeiten. Muss man sich erstmal Gedanken darüber machen. Das ist schon sehr komplex. Und die Zeit in der praktischen Arbeit finden, das auch umzusetzen. Wenn ich mir vorstelle, ich bin Chef eines Unternehmens, ich bin natürlich kein IT-Security-Spezialist, dann habe ich nicht so diesen ganz starken IT-Security-Fokus permanent. Und bin in der Lage, dort ständig up-to-date zu sein. Durch die neue Datenschutzverordnung kommt ja doch eine Menge Arbeit wieder auf uns zu. Security wird immer wichtiger. Muss man sich schon ein bisschen orientieren vorher. IT-Security ist Chefsache, ja. Aber man muss auch wissen, wann man was delegiert. Also wir haben schon ESET im Einsatz. Wir setzen seit Jahren schon ESET als Sicherheitssoftware ein. ESET lässt sich relativ leicht managen. Warum nicht die Möglichkeit eines Service-Providers nutzen, der diese Komplexität an Tools Ihnen anbieten kann? Bei ESET kann man mal eine Rechnergeneration auslassen. Wir verbinden hier die perfekte Alltagstauglichkeit mit einem einzigartigen Remote-Management, wo Sie Sicherheit haben, wo Sie Compliance haben, wo Sie planbare Kosten haben. Und genau da haben unsere Produkte ihre Stärken. Also ich fand es unheimlich spannend heute diesen Tag hier. Es war eine tolle Location mit tollen Gästen, guten Diskussionen und wir haben hoffentlich auch ein paar Dinge aufzeigen können, die helfen, wie man damit umgehen kann. Und ich bin sehr gespannt, was auch so nach dieser Veranstaltung noch auf uns zukommt.